Hallo YouTubers und herzlich willkommen zu Folge 9 von Kicking in the Kickstarter. Ich glaube, manche können sich gar nicht genug satt ekeln. Die letzte Aufnahme war nun wirklich nicht unbedingt etwas, wo man große Empfehlungen aussprechen kann. Genau genommen 6-mal nicht. Und deswegen gehen wir in die nächste Kategorie über. Heute gibt's Hardware für Videospiele. Hoffen wir, dass jetzt was Besseres bei rauskommt. Ich bin schon geneigt, am Samstag, Sonntag Aufnahmen zu machen für Kategorien, die nicht im Bereich Videospiele oder Gaming sind. Von mir ist Kühlschrank-Goodies oder so. Hauptsache irgendwas, wo man sagen kann, Mensch, da könnte man doch unterstützen. Wir werden sehen. Teil 1. GameSir VX Aim Switch. One combo for all consoles. Besides extraordinary mobile gaming peripherals, this time GameSir will bring exciting gaming experience to console FPS gamers. 26 Unterstützer, die bereits 6.590 Euro reingeschautet haben von den 30.000 Dollar, die er haben will. Aber noch 9 Tage verbleibend, das ist ein bisschen knapp. Was willst du für dein Keyboard? Blabla. Aha, 60 Euro. Package Original, es geht für 100 Euro raus. Ja, wir gucken uns das. Mission Viejo, Kalifornien von Chris Martin. Schauen wir mal rein. Der weiß nur, Chris Martin heißt also die Firma, kommt aber aus Hongkong, Hongkong. Luming Yang ist die Person, die dahinter steht. GameSir HK. Welche Hongkonger Firma kommt auf die Idee, sich Chris Martin zu nennen? We are GameSir Team. We are passionate about mobile gaming. We've R&D on gaming hardware since to developed vielleicht? Ach, research developed on gaming hardware since 2003. Now we're trying to bring you most innovative GameSir product. Was habt denn ihr bislang so Schönes erstellt? Finanzierung fehlgeschlagen. iPhone into a handheld game console. Ja, das hat es ja auch erst 100.000 Mal gegeben. GameSir G5, the next gen gaming. Mhm. Mobile and first or third person shooting mobile games. Den Controller in der Hand mit lauter Minitasten oben und unten, wie wollten ihr da rankommen? Naja gut, und jetzt wollt ihr eine Tastatur. Oder so, wir schauen mal rein, dann wissen wir's. Fear is a weed snaking in the dark. Mechanische Tasten, diese lustig klicken und so, ist schön. Hat Linus aber gerade, Linus Tech Tips gerade gebracht, wenn die aus China kommen, sind es meistens keine Originale. Die kommen nämlich, die Original Cherry MX-Tasten kommen nämlich aus Deutschland. Nein, die Tasten und Auslöser, das ist immer irgendein billiges Derivat. Also da brauchen wir gar nicht erst drauf näher eingehen. Danke. Wird nichts, niemals und ich würde niemals dafür Geld ausgeben. Warum? Die Maus nehme ich an, soll es dazugeben oder? Ja. Guckt euch das jetzt mal ganz genau an. Wie gebt ihr jetzt den Namen des Spielers ein? Übrigens, diese abgesägte Tastatur hat ja auch noch den Originalbestand einer Tastatur. Im englischen Format, versteht sie, ne? Das Y ja denn hier. Und ein paar lustige Zusatztasten, die man wahrscheinlich frei konfigurieren kann oder auch nicht, weil dafür werden die Tasten wohl sein. Also ein Profi-Gamer wird das nicht verwenden. Ich sitze zu nah am Mikro, ne? Ja. Ich sollte damit aufhören. Und ein Amateurspieler, der hat eine Tastatur, die braucht er ja sowieso zum Spielen. Wirklich ergonomisch ist das auch nicht, dann müsste das ja halb schräg sein, wenn der linke Arm auf... Ne? Legt euch mal die Hand auf den Tisch und wie spielt ihr dann mit Tastatur? Da liegt der Arm noch niemals im rechten Winkel. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste im rechten Winkel sitzen, dann würde ich jetzt hier drüben sitzen, weit weg vom Bildschirm, so nach dem Motto. Nee, warum? Ich habe eine Tastatur und die funktioniert. Und das hier erfüllt jetzt nichts, was eine Tastatur nicht kann. Und eine Gaming-Tastatur sowieso. Und in Anbetracht der Tatsache, dass ich 60 Euro zahlen muss, um die Tastatur, die abgesägte Tastatur zu kriegen, für 60 Euro kriege ich eine Gamer-Tastatur. Sorry, aber...
Und dass ihr eine höhere Auflösung habt als jede normale Gaming-Maus, kann ich mir auch nicht vorstellen. Zumal sie Bluetooth ist, also sowieso noch Latenz dabei ist. Profi-Gamer spielen immer mit Kabel und nicht mit Bluetooth oder Wireless. Ja, jede verfluchte Tastatur ist per USB kompatibel mit jeder Scheißkonsole heutzutage. Aber Nintendo nicht? Doch, haben sie bloß vergessen zu erwähnen. Und weiter. Hard to aim, ernsthaft? Das ist immer schwieriger zu zielen mit dem Controller. Dafür habe ich eine normale Tastatur. Und meine hat, glaube ich, 10 € gekostet. Und die hat mich jetzt schon ein paar Jährchen begleitet. Und ich habe damit Tomb Raider gespielt und Battlefield 3. Und das ist irgendwie durchgestellt. Nee, was ist jetzt der Mehrwert von dem Ding? Außer, dass es 60 € kosten soll. Abgesägte Schrotflinten sollen in Spielen cool sein. Wozu habe ich bitte eine abgesägte? Und hier steht kompatible Maus. Hier steht nirgendwo, dass die im Preis inbegriffen ist, möchte ich nur mal so sagen. Ist auch Standard. Klar. Konzer. Ich sehe immer eine Maus dabei. Gibt's die auch, oder? Ich klicke das jetzt mal an. Aus Spaß und der Freude. Aha, gut. Keine weiteren Fragen. Was hat man dafür gekriegt? Ja, wenn jemand in Hongkong stationiert ist, das ist natürlich. Unglaublich vertrauenswürdig. Game Testing Engineer, die trägt Sonnenbrille. Ich frage mich, wieso. Was? Media und Press, ja, hier steht ja nicht. Auf all diesen Seiten könnte stehen, das ist das schlechteste Produkt, das ich je gesehen habe. Hauptsache, es steht unter Media und Presse. Und wieso steht hier Product History? Das ist euer dämlicher Controller, der gehört doch hier gar nicht rein. Könntet ihr das mal ein bisschen überarbeiten? Den habt ihr doch im anderen Projekt gemacht. Wenn ihr eine große Firma seid, braucht ihr übrigens auch kein Kickstarter mehr. Das muss mir einer erklären. Also für 60 € kriege ich USB-Receiver, die Aim-Switch. Das vielleicht mit dem, weiß ich immer noch nicht. Ah, Gaming-Maus, jawohl. Instruction-Manual. USB-Kabel, wow. Ein USB-Receiver, das ist ja der Hammer. Für nur 60 €. Wollen wir mal kurz bei Rocket und Co. nachgucken? Da kriegen wir Tastatur und Maus für den Gaming-Bereich für Anfänger und das hier wird nie besser sein, nehme ich an. Nein, nächste bitte. Deckbox Replicant von Replicant. Erstes Projekt. Ja, danke. Das ist sehr erfreulich. Johanna Garou. So, ihr wollt 28.000 €, habt 1.700, noch 24 Tage verbleiben. Das macht es jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich. Everlasting. Ja, geht. Und wenn ich nur 50 Cent spende, kriegt es kein Dankeschön oder wie? Get a Modern, das denke ich mir immer dabei. Get a Modern Standard Inside. Modern Part. Commander Part. Modern Part, Rob Blackmore. Wann gibst du den? Also Mindestbetrag 15 €. Nee, ja. Okay. Hardware für Videospiele. Wir gucken mal rein. Collectible Deckbox. So, jetzt habe ich mit den Rechtebegrenzungen aber auch mal die Schnauze voll. Ich muss nicht jedes Video tausendmal nachbearbeiten.
Was soll das mit der Grafik jetzt? Nochmal, da wollte ich nämlich genau hin. Also, in diese 15 Euro teure Box kommen die Karten und hahaha. Das war knapp. An die Humidity. Sag mal, wie feucht meint ihr, ist eine Kartenbox von innen? Geht ihr draußen im Regen spielen und die Karten dann nass da reinlegen oder so? Und einer von der Sorte. Das für die Boxen, weil die von außen so ein lustiges Emblem drauf haben. Irgendwo so billig im 3D-Druck. Fertigstand, Sponsor. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wer dafür gekickst, gebäcket hat. Also, ehrlich nicht. A little different deck, bla 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 bla. Wo kommt ihr gleich nochmal her? Bordeaux, Ich habe ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Anti-Cover-Part, aha, faszinierend. Also für ein lustiges Draw, Für so eine lustige Box zahlt man auch mal schnell. Wir kraken, wer will das? Ja, das ist alles. Nochmal. 40 und so. Man muss schon wirklich sehr viel Geld überhaben, um für sowas Geld auszugeben, ganz ehrlich. Das ist dann, damit man bei großen Conventions zeigen kann, ich hole jetzt meine Pokémon-Sammelkarten aus einer coolen Box mit einer Krake drauf. Und alle fragen mich, wieso? Guck mal, ich habe so einen Plastikbeutel, der hat 19 Cent gekostet. Nee, also, ja, interessantes Produkt und wer ganz viele Sammelkarten hat, dem bringt das gar nichts, weil wenn ich bloß 100 Karten reinkriege. Versteht ihr, was ich meine? Ich kriege ja bloß, ich habe einen Schuhkarton, da sind glaube ich 300 Yu-Gi-Oh! Karten drin. Wollen wir mal aussehen, ich muss also 30, 40, 50 Euro ausgeben, ohne Versandgebühren, um da meine Karten reinzukriegen. Die momentan im Schuhkarton irgendwo verstauben. Ja, stellt sich mir jetzt die Frage, wer hat da eigentlich die 1748 dreimal so? 0, 0, 0, viermal wurde 40 Euro für die Full Draw. Aha. Gibt es ein geiles Kartensammelset, das man unbedingt da reinpacken will? 0, einmal für 40 Euro? 0, 0, einer, 40 Euro, also mindestens 0, einer. Gibt es irgendwas über 40? 162, 0. Aha, für 216 Euro, 3. Intel Dragon, aha, einer, der alle haben wollte. Und 216 ist, ich mir, verstehe ich gar nicht. Ganz ehrlich, für 1800 Euro hole ich mir einen 3D-Drucker, der das macht. Also, und da kann ich noch ganz viele von denen herstellen, die ich verkaufe, das ist Geld wieder drin, so nach dem Motto. Teil 2 heute? Nein, würde ich nicht, mache ich nicht, kann ich auch nicht stehen, wenn es einer macht. Und ich glaube auch nicht, dass es das schaffen wird. Der nächste bitte. Wir haben noch viel zu schaffen in der Folge. Sind nämlich noch 1, 2, 3, 4, 5. Oh Mann. Cybershoe, Step into the Game. World's first VR-Shoe Immersion by Natural Movement. A real step into endless space. Wollte 30.000 erreichen, hat 151.000 geschafft. Aus Österreich, von Cybershoes, erstes Projekt. To walk in virtual reality. Das ist nun wirklich etwas, was Leute gerne hätten. Aha. Und ich erfahre nichts über euch, das beruhigt mich. Michael Biegelmeier. Zwei unterstützt, was unterstützt du? Jetzt bin ich neugierig. The world's most powerful haptic gaming VR vest. Aha. A necklace with unlimited possibilities. Gut. Warum auch nicht? Was kosten eure Schuhe? Wieso ein Dollar? 163 Euro. Für das da. Na dann schauen wir doch mal rein in die VR-Schuhe.
The virtual world stretches the boundaries of our own reality. One of the limits we face when entering this world is movement. We wanted the experience to feel as real as possible, so we created Cybershoes. Cybershoes bring your feet back into the game, letting you navigate your games using your feet rather than your hands. Running from the comfort of your own chair lets you keep your normal seated position, but opens up a more natural way to trek the paths of your favorite games. We managed to keep the design as simple as possible, while integrating inside tracking with analog movement detection. The shoes keep their own orientation. You can run, walk, sneak, and jump using the shoes, giving you the most accuracy in navigating a game ever. We have been through countless designs, trying to make it right, but now we have a product that runs more stable than the VR system itself. Slip on another pair of shoes and sign into the game. The seated position makes multiplayer in VR feel like there are no walls in the room at all. Cybershoes are one size fits all. Slip on over your regular shoes and secure to your feet with bindings, just like a snowboard, to ensure that the game picks up exactly what your feet are doing at all times. We emulate the touchpad of the controller, so now it's playable with all the games that are already featuring some movement. There's this big virtual reality out there, and you can't walk it. I'm an early adopter of VR, and I love the possibilities it offers. But I was so disappointed when I realized that I could not take more than a few steps before hitting a wall. That's why we have developed Cybershoes, to give you the access to the virtual world as it is. Unlimited. Check out our crowdfunding page and learn more about our technology, our brand, and how these shoes will change the way you play games forever. Cybershoes. Step into the virtual world. And it's pretty much the most immersive kind of experience I've had with a single VR peripheral that wasn't a massive clunky thing that kind of like harnesses you up or hangs you over like you're in the Animus from Assassin's Creed. Come tomorrow because you need to try this. This is amazing. Wow. Did you like it? Yeah, that was rad. Forget that you sat down. Normally when I'm playing games and using the touchpad to move around, I start feeling very sick very quickly, whereas this, didn't feel it at all. No. That really helped me a lot. Yeah. Check out our crowdfunding page and learn more about our technology, our brand, and how these shoes will change the way you play games forever. Cybershoes. Step into the virtual world. Virtuelles System nicht im Preis inbegriffen. Also klar, überfinanziert. Man versteht wieso. Ich verstehe nicht, wieso so viele Leute so viel Geld ausgeben. Denn... Zack. Und jetzt nehmt euch mal diesen Stuhl, auf dem er sitzt. Und jetzt stellt euch mal ein Actionspiel vor wie Doom, bei dem ihr euch umdreht und plötzlich kommt eine Horrorfigur, von der ihr weglaufen müsst, denn dafür habt ihr ja diese tollen Schuhe, ne? Schwupp, einmal umgeschreckt, also erstens mal nur für Erwachsene, weil Kinder fallen um. Und dann muss man auch noch vorsichtig sein. Also Spiele, die hektischer sind als Minecraft, auch friedlich, fangen automatisch an, kritisch zu werden. Dann müsst ihr den Stuhl auf die Größe anpassen. Der Stuhl sollte nicht umfallen unter eurem Gewicht. Und natürlich könnt ihr ohne Rückenlehne und so weiter, die ihr dann nicht haben könnt, auch nur begrenzt viel machen. Ob das wirklich so sensibel ist, wie es hier im Video angezeigt wurde, oder ob man da nicht genau die Bewegung machen muss, weil es steckt ja noch in den, Achtung, Wortwitz, Kinderschuhen, halte ich auch für sehr fraglich. Und wenn ich schon eine Kickstarter-Kampagne angezeigt, wo kaufenweise hier, also was soll der Quatsch? Da steht Österreich und hier steht Cybershoes. Wo ist denn da der Anteil mit Japan und Hongkong? Ja, das genau das lässt mich zweifeln. Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Das überspringen wir gleich mal. So. Mhm. Die waren noch nie schwer zu beeindrucken. Nee, take a seat. Der nicht im Preis inbegriffen ist. Das ist auch überhaupt nicht die Wahrnehmung störend, wenn man neben der Axt noch so ein Virtual Reality Headset durch Weißlauf transportiert. Ja.
auf Rollen basierend. Das heißt, ich muss meine Schuhe so, Füße so bewegen, dass die Rollen sich bewegen. Ihr braucht also auch noch den entsprechenden richtigen Untergrund. Und ich muss, wenn ich mich im Kreis drehen will, das heißt, um die eigene Achse, muss ich immer noch die Füße vor und zurück bewegen? Eine Frage, wenn ihr euch im Kreis dreht, bewegt ihr da auch die Füße die ganze Zeit vor und zurück, oder? Weil das ist dann etwas, daran muss man sich gewöhnen. Ja, Z-Scaling, Stretch Goals. Naja, noch 25 Tage, die werden sie wahrscheinlich sogar erreichen, aber dass sie das richtig umgesetzt bekommen, wage ich erstmal zu bezweifeln. Stretch Goal Jumping, ja, es war alles schon im Video zu sehen, also es ist noch gar nicht enthalten. Das heißt, dass der Trailer hier schon mal gefaked ist. Oder wie muss ich das verstehen? Denn hier springt ja auch keiner, da läuft ja einer die Treppe runter. Also ist hier schon mal einiges nicht ganz koscher an der Sache. Egal wie, ob die 500% haben oder 6000. That supports free locomotion. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte jetzt nicht die nächsten 20 Jahre noch Skyrim spielen und Minecraft. Naja. Eure Reviews spare ich mir. Ob die gekauft sind, weiß ich nicht. Tolle Erfindung brauchen. Wir brauchen auch irgendjemanden, der Stück für Stück da fortläuft. Ob das die Lösung des Problems ist, wage ich zu bezweifeln. Ich vermute mal, es werden irgendwann irgendwelche Turnschuhe sein, die Sensoren drin haben, sodass man sich wirklich bloß auf dem Stuhl hin und her bewegt, als ob. Und die Sensoren lesen das schnell genug und dann wird das ins Spiel übertragen. Was natürlich auch heißt, dass das Spiel dafür kompatibel sein muss. Also wahrscheinlich eher für geschlossene Konsolen als alles andere. Kickstarter Risks. Mhm. 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 Also für Konsolen schon mal nicht. Danke. Ja, die Leute, die es haben wollen, die haben dafür ordentliches Geld ausgegeben. Keiner wollte 163. Cyber Carpet wollten sie dazu haben, denn die werden schon wissen, warum. Ob der Teppich, von dem hier nirgendwo was stand, jetzt besser ist, weiß ich nicht, aber naja. Zweimal Cyberschuss, zweimal Cyber... Ich hoffe doch, dass einmal Cyberschuss nicht bedeutet, dass man bloß einen Schuh kriegt. Das wäre ja nur ein bisschen Karte. Dann wären es nämlich 300 Euro. Naja, dritte Mal, wo ich sage, für mich nichts. Selbst wenn ich Virtual Reality hätte und das Geld. Ich weiß, dass ich das nicht benutzen würde, weil so kann man nicht spielen. Ich kann nicht die ganze Zeit meine Füße vor und zurück bewegen wie so ein Bekloppter. Also, nee, sorry. Mm-mm. Bis man nicht die Füße normal menschlich bewegen kann. Und da sage ich ganz ehrlich, ich glaube, vor Holodeck wäre für mich die Technologie einfach nichts. So. Tilted, the world's... Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich meine, es ist technologischer Fortschritt. Irgendwo muss man anfangen. Das Geld haben sie, sollen sie machen. Mal gucken, was da rauskommt. Tilted, the world's most versatile PC gaming wearable. Na, das ist ja überhaupt nicht übertrieben. Then enhances any PC gamer's arsenal with 8 extra commands using simple head gestures. 13.000 wollte er haben. 20.000 hat er schon. Noch 25 Tage übrig. Lorenzo Santos, erstes Projekt. I'm Lorenzo. Aha. Aquila. Komischen Namen hast du. Founder CEO von welcher Firma? Die Firma heißt Lorenzo Santos oder was? Und du bist, der andere ist der CEO, der Aquila. Soll ich mal kurz davon ausgehen, dass Aquila jetzt eigentlich Lorenzo Santos ist oder mit einem lustigen Nickname? Verstehe ich jetzt zwar gerade nicht, aber gut. Was wollt ihr denn dafür haben? Legendary Appreciation. Mhm. Legendary Supporter. One Tilted Controller. Also hier geht's los. Ab 42 Euro kriege ich einen dieser lustigen Controller, dessen Verwendungszweck wir jetzt gleich erfahren werden. Take PUBG or Fortnite. Nö. With so many key combinations, it can be difficult to act quickly. We all need an edge. Tilted gives you this with its intuitive operation. Tilted doesn't replace your keyboard or mouse. It enhances your gaming experience. Tilted is not a hack or cheat.
A high-end gaming mouse allows the user to bind keys to buttons. Tilted does the same, but utilizes the natural motion of your body. This movement gives you the added advantage. Wollen wir uns den Rest des Videos angucken oder können wir uns gleich darüber einig sein, dass jemand, der das bei PUBG und Co. benutzt, um irgendwelche Tastenkombinationen und vor allem Taste Z. Guckt euch mal eure Tastatur an, wo die Taste Z ist. Und dafür braucht ihr jetzt eine Kopfbewegung. Ich weiß nicht, was Z macht. Crouchen, springen, bauen, was auch immer. Ich spiele weder PUBG noch Fortnite. Aber nehmen wir mal etwas an, das alle 10 bis 20 Sekunden gebraucht wird. Möchtet ihr da wirklich jedes Mal den Kopf nach rechts? Au, au, au. Au, au, links, was macht ihr? Ich habe gerade ein Headset, das ein bisschen größer ist als das da. Au, links, rechts, vor, nach unten, im Kreis drehen. Ich würde sagen, nach einer Woche geht ihr zum Arzt mit Beschwerden an der Wirbelsäule. Dann könnt ihr zu. Wir gucken uns das Video einfach weiter an und bleiben positiv. Of avoiding fatigue from long gaming sessions. Tilt left or right and your character follows. Lower your head to crouch, raise it to stand. Look up for recovery drink. Lean back to zoom out. Lean forward to zoom in. Set gestures to the keys that you need most or to mimic real-life actions. The possibilities are infinite. Tilted provides more effective, precise control and gives you tactical advantages. While Tilted is perfect for complex control games, it can be utilized with any Minecraft game that requires a keyboard. Was Tilted war das? Is available in matte white, matte black, and glossy white. Mm-hmm. Tilted's proprietary gyro sensor and custom designed circuitry were built from the ground up to ensure flawless operation. It continuously tracks your movements and transmits them to your computer wirelessly. Tilted's innovative magnetic mount makes it incredibly simple to attach and remove. Calibration starts when the device is attached to the 2mm thin magnetic pad. In less than 3 seconds, the user is alerted by vibration that they are ready to game. This process allows you to sit and move naturally. No need to change the way you wear your headset. Tilted adjusts to your style every time. A single charge can last 20 plus hours, perfect for gaming marathons. With Tilted, you will enjoy more advanced gameplay. Accurate, convenient, and smooth. You should get Tilted. Back. Stellt euch Twitch vor, mit all den berühmten Spielern, die alle so ein Ding auf dem Kopf haben. Der Anblick. Wo war die Stelle mit dem lustigen? Hochkomplexe Steuerungsspiele, Skyrim. Also Skyrim habe ich mit 2 Händen immer spielen können. Und jeder Spieler hat eine Maus mit 140.000 Tasten mittlerweile. Makroprogrammierbar. Wir haben gerade ein Beispiel dafür gesehen, was vollkommen überflüssig schon ist. Warum soll ich mir das hier... Nochmal, die haben das Geld schon, ne? Es gibt Leute, die glauben daran, dass das notwendig ist, sonst würden sie das nicht... Oder? Bin ich wirklich so kritisch, oder? Das verstehe ich nicht. Es gibt nur 84 Keys on a standard keyboard. Außer bei Game immer Keyboards. When I either had to take my eyes off the screen to press a key or place my fingers on Q and Q und A, weil das so weit weg ist von der Standard WASD-Steuerung eines jeden 3D-Spiels. Dann ist das Spiel schlecht gemacht. Clicking to call while keeping. Dann bin ich zu unfähig. Wenn ich mal WASD und linke Maustaste nicht gleichzeitig bedienen kann, dann bin ich für Videospiele einfach nie gemacht. Affordable products for millions of disabled PC-Gamers. Ja, der Behinderte wird natürlich jetzt gleich viel besser zu PUBG. Übrigens, ob diese Gesten, die wir hier sehen, ne, links, rechts tatsächlich so sind oder ob das nicht hier einer einfach mal links, rechts die Taste drückt, sehen wir in den Videos nie so genau. Ich sehe immer nur überall Red Bull-Dosen rumstehen. Ist euch das schon aufgefallen? Gibt es dafür eigentlich ein Patent, nur mal so als Frage, oder habt ihr das auch noch geklaut? Damit so ein Bewegungssensor, der übrigens hochempfindlich sein muss, funktioniert, müsst ihr euch nachweislich gut bewegen. Ach, und was macht ihr, wenn ihr im Spiel euch auch immer so den Kopf bewegt, ne? Wenn
Ich weiß nicht, ihr seid Streamer, spielt jetzt lustig. Da ist jetzt noch ein zweiter Bildschirm, ihr guckt auf den Chat rüber, zack, auf einmal macht eure Figur im Spiel eine Bewegung zur Seite und ihr werdet erschossen. So ein Mist, ich kann mein Publikum, ich muss jetzt aus den Augenwinkeln den Chat mitlesen oder den Monitor rum. Das ist plemplem. Also Streamer könnten sowas doch gar nicht sinnvoll verwenden. Kleine wie große übrigens, das macht ja keinen Unterschied. Any game, aber wir nehmen ein paar Standard-Online-Spiele. Gerade für Online-Spiele ist das totaler Nonsens. Das kann ich doch gar nicht verwenden. Ich darf mich ja dann gar nicht mehr bewegen mit dem Kopf. Wir sitzen die ganze Zeit beim Online-Spiel. Formel 1, ich glaube auch da. Man kann es auch anders einsetzen. Guckt euch das an, das ist ja Wahnsinn. Weil die Q- und E-Tasten beim Spiel zu bedienen ist bei WASD-Steuern echt schwierig. Guckt euch mal an, wo die liegen. So weit weg von W. Z. Das Beste. Z, A, A, W, W. Ja, ernsthaft? Guckt euch nochmal an, hier wird WASD ersetzt. Wer ersetzt bitte diese Tasten? Warum? Aus welchem Grund? Von den Key Sensitivity. Wer ersetzt WASD auf der Tastatur, weil ich so schwer an die Tasten rankomme? Stand da oben nicht noch was von schwierige gleichzeitig benutzen? Das würde ich bei einer Screenshot-Taste einfach mal nicken oder so, würde ich es vielleicht noch verstehen, aber das würde beim Stream auch blöd aussehen. So, hier wird kein WASD gerade ersetzt. Was soll das? Das ist doch gar nicht stimmig, was ich hier sehe. Sind die Leute alle bekloppt, die das unterstützen? Oder wollen die einfach bloß ein lustiges Gadget, mit dem ich mal nicken kann? Ist das für Leute, die daheim den ganzen Tag zu Hause sitzen und World of Warcraft spielen? Ich muss mich überhaupt nicht, das ändert mich jetzt ans Hausbau gerade. Dann habe ich etwas, womit ich meinen Kopf schüttel und dann bewege ich mich überhaupt nicht mehr. Wow. Disabled Veteran. Ashley R., ist das nicht die Community Manager gewesen? Oder war das schon ein anderes Projekt? Ich frage gar nicht erst. 300 Leute, 400 Leute haben über 20.000 Dollar ausgegeben. Wenn man zu viel Geld hat und der Meinung ist, dass das was bringt, ist, wenn man sich von dem lustigen, flashigen Trailer hat ablenken lassen, soll ich bei Minecraft WASD? Also, es macht gar keinen Sinn. Ein Drachenschrei in Skyrim oder welche schwierige Tastenkombination ist jetzt zu hoch? Das ist Y, zack, gedrückt, fertig. Das ist doch wirklich nur für Leute, die irgendwie online, keine Ahnung, Counter-Strike spielen wollen und dabei unbedingt schneller sein wollen als die Konkurrenz oder so und glauben, sie hätten einen Vorteil davon, aber da die Latenzzeit des Gerätes verlängert es doch sogar noch. Also für kompetitiven, für wettbewerbsmäßigen Charakter kann ich es doch gar nicht verwenden. So schnell kann das Geld gar nicht sein. Für unter 50 Dollar. Das ist... Nein, würde ich nicht. Und auch wenn ich das Geld hätte, wäre mir das zu blöd. Nächste. Bin ich wirklich so kritisch, Leute? Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt. Ich meine, ja, ich bin auch begeistert von moderner Technik und allem, aber irgendwo muss man auch mal an die Realität ankommen. Ein Kickstarter-Projekt von niemand. CG Akinwale, Aberdeen, UK. Entrepreneur Mindset, bla bla bla, im Style Neuroscience und Psychologie, Was Chibomi Elin Ravayu Kakin, kann ich nicht mehr aussprechen. Erstes Projekt, Siege Al-Gakin, okay. Human Interaction is Life. We are giving people the opportunity to connect through shared experience, the ultimate icebreaker. Virtual Reality for Social Interaction. 51 Unterstützer haben 5074 Pfund beigetragen, um dieses Projekt zu verwirklichen. Sag mal, gibt es einen Seitenaufbaufehler hier oder sowas? Ne, die Seite sieht so komisch aus. Müsst ihr hier nicht stehen, wie viele schon? Ach, es ist schon verwirklicht. Wow. Okay. 5000 wollen zusammen, 5074 gekriegt. Aha. Wann kriegen wir's? Your name engraved, aha. Entschuldigung. Public Events, was? Ja. Wir hören rein. Ihr habt es geschafft. Dankeschön.
Acclaim. Musik im Video. We at VT are making VR a social experience. Come to our events or make your own. Currently, we are a mobile unit focusing on the entertainment and relaxation aspect of VR. From house parties to corporate parties to festivals, we tailor the experiences to the client's request. We are creating an all-inclusive location that will bring people together and helps them achieve the impossible. Swim with giant blue whales, walk with dinosaurs, try endless new experiences and redefine your personal limits. This is your opportunity to help us create this dream. My name is Siji Akinwale. I've lived in Buckeye since I was 16 and recently moved to Aberdeen. I'm interested in people and want to give you the opportunity to experience VR and make your event one to remember. Join us on our journey to making virtual reality a reality. Was genau ist jetzt eigentlich das Projekt oder das Produkt? Geht es jetzt darum, dass ihr Geld einnehmt, damit ihr durch die Lande fahrt und damit VR-Headsets hinstellt, damit die Leute sich mal treffen, oder? Weil hier steht Hardware für Videospiele. Ich wüsste gern, was die Hardware ist. Corporate parties, events and private functions. We have our own events where we allow people to experience different stimulations. We've been to the vegan festival. Aha. What VT has to... Was ist das jetzt? Aha. Ihr stellt jetzt virtuelle Konsolen vor und nehmt dafür Geld. Ich weiß nicht mal, was das Produkt sein soll. Weil, ne, für 1000 Pfund kriegt man. Haben nur zwei Leute unterstützt. Ach Mensch, nee, es gibt nur für zweimal. So. 4 hours of VT package tailored to your event needs. 2 wives. Your name engraved. VT for life supporter reward. Your name or company name printed on the side of an automobile VR unit. Was? Ich müsste jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwo anders nachlesen, um es rauszufinden, worum es hier geht. Ich weiß es nämlich immer noch nicht. Kriege ich jetzt ein VR-Headset oder so für den Preis? Ich will das jetzt auch gar niemand. Nein, Punkt. Outdoor Socializing mit Virtual Reality. Ja, was nun? Also entweder oder. Das ist. Nee, nächste. Ich will es gar nicht mehr nachgucken. Ihr könnt es selber machen. Das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Card Dice, a substitute for 2 6-sided dice using cards. Ein Würfelersatz in Kartenform. A 36 card deck that substitutes for rolling 2-sided. Das Projekt wurde durch $293 beigetragen von 5 Leuten. John H. Con, die fertigen Projekte sollte ich in Zukunft ausfiltern. Hatte ich eigentlich auch, dachte ich. 11 erstellte Projekte. Na, jetzt bin ich auch mal gespannt. Safety Belts for Nightlights, okay. Manöver, Outflank, Attack, Board Game, fehlgeschlagen. Determined Ballers, fehlgeschlagen. Also im Grunde um dasselbe in Grün, nur nochmal mit anderem Outfit, fehlgeschlagen. Guess My Logo Stickers, fehlgeschlagen. Ja. Card Dice, fehlgeschlagen. Card Dice Round 2, fehlgeschlagen. Vor allem ist es exakt dasselbe Inhalt. Dann haben wir noch Connect the Lines, Card Game, abgebrochen. Tiny Bubbles, Card Game. Hat geklappt. Ich guck da nicht drauf. Milk-Coated Breakfast Cereal. Was? Ich frag gar nicht erst. Card Dice.
Das hat er jetzt endlich, zum dritten Mal hat er es dann endlich geschafft. Nachdem er auf die Karten die Würfel abgebildet hat. Das ist kein Scherz, das ist der Unterschied. Karte ist, da sind jetzt die Würfel drauf abgebildet. Dann war es erfolgreich. Und Shark Hunt. A Rogue Shark. Rickety Boat, Desperate Hunt. Ist doch wieder einer, der aus irgendwas Geld macht. Ich verstehe das nicht. Okay. 16 US-Dollar, one deck in a plastic sleeve. Nur in den USA. Das beruhigt mich jetzt irgendwie. Gucken wir mal rein. Ist doch schon abgelaufen, die Zeit, aber klar. Gut, das ist jetzt mal Schluss mit der Musik. Danke. Der Nachteil von Würfeln, sie können vom Tisch rollen. Das muss doch so eine Art Satirennummer sein. Da muss doch irgendein US-Komiker dahinter stecken, diese ganzen Projekte, die... Klar, vor allem gerade bei Monopoly schmeiße ich die Würfel auch immer... Gerade bei Mensch ärgere ich nicht, ist das extrem beliebt, wenn man die Würfel immer... Brauche ich keine Musik, das ist auch so komisch. Jetzt ist Schluss mit lustig. Nee, also diesen Rotz werde ich in Zukunft dann einfach gleich mal überspringen und gar nicht erst lange Videos angucken. Ja. Prototypengalerie. Karten, Würfel. Die absolut nichts. Nächste. Oracle Sites, Handheld Projection Devices for Tabletop RPGs. 181 Unterstützer haben $16,000 beigetragen, um dieses Projekt zu verwirklichen. Introducing the Oracle Site. Pardon. A handheld projection device for all of your area of effect spells, ability and trap needs. Ich spiel's mal ab. Also eventuell. Alright guys, you made it to the final encounter. Congratulations! Unfortunately, you did not make the stealthiest approach. Thanks, Barbarian. My axe is the only key I need. Und genau so stellt man sich Dungeons & Dragons Runden vor, oder? As you enter the room, you see a lich standing atop an altar accompanied by fiends. He cackles as the party enters and exclaims, "Welcome to your doom!" Was nur mit der Kohlen ist, mit dem Projekt würde ich gerne wissen. He then immediately launches a fireball directly at the party, and he hits all of you. Oh, man. Make a dex save. I automatically save for half. I've been following the group by 30 feet just to make sure I'd be out, and I'm pretty sure that I'm out. No, you're definitely in the blast radius. No, I've been following the group by 30 feet, so I'm definitely not going to get hit. No, but... Is where are you hitting? All right, yeah, no, so, like, 20. Yeah, you're in the range. Fine. Aren't you just sick and tired of this scenario? We've all been there. We all have that player in your group. What if I told you that you could spend less time debating and strategizing and more time immersing yourself in the game? I'm Sean Fortier, co-founder of Oracle Sites, a gaming company of gamers for gamers. We are dedicated to developing gaming products and technology that take the complication out of your tabletop RPGs and let you get back to enjoying the game. Introducing the Oracle Site, a handheld projection device for all of your area of effect spell, ability, and trap needs. Want to know if your fireball hit those minions? Just grab a 20-foot radius template, pop it into the Oracle Site, and project the effect directly onto your play surface. No more painstaking counting of squares. No more arguments about point of origin source for spells. No more attempting to use flimsy templates that only one person can see at a time and touch and move your game pieces in the process.
Simply project the pattern you wish to display directly onto your game and align the projection to the existing grid on your terrain. Each template perfectly scales to whatever grid size you wish to project onto. Utilizing our built-in template squares, it even works on ungridded terrain or play surfaces. In these cases, simply put down one or two 1-inch squares onto your game board and align the grid to the alignment squares. Done. Here at Oracle Sites, we believe in quality. To that end, each pledge level will be eligible for stretch goals and will represent the best possible product we can make with the resources we have available to us at the end of the campaign. This is why crowdsourcing is so critical to our business model. The more backers we get, the more manufacturing options that will be available to us, and the higher quality the end results will be. It's that simple. Thank you in advance for backing our project and for helping it grow to the epic gaming projection device we know it can be. Please also join us in our ever-growing community on Facebook to give us feedback, suggestions, and to help make a better product for everyone. From all of us at Oracle Sites, thank you for watching this video and becoming a backer. We couldn't do this without you. Ja, ja, das ist, stop. Eine Taschenlampe, die mir das Muster für D&D-Runden-Tabletop zeigt. Es ist gefunden, die Leute werden es kriegen. Offensichtlich ist das Produkt ja auch fertig. Lange Rede, kurzer Sinn. Macht Sinn für die Leute, die es haben wollen. Ich bin's nicht. Und ich glaube, man könnte solche Diskussionen auch in einer Minute umgehen, ohne ein wie auch immer teures Gerät zu kaufen. Toll, aber dafür gibt es einen tollen Marconi. Stimmt nicht. Ja, man ahnt schon, warum bei Tabletops immer in den USA meistens das Ganze. Keine Ahnung, warum die so drauf abfahren. Ja, vor allem mit Halterung noch oben drüber. Das macht noch über. Das ist doch wirklich charmant, dass wir spielen zu Hause. Wenn ich das Gerät brauche, um Streit zu schlichten, dann sollte ich vielleicht gar nicht erst miteinander spielen. Ja. Ja, es hat seinen Markt. Es gibt Leute, die wollen das haben. Kann man mit leben. Ich brauch's nicht, um es mal höflich auszudrücken. Ja. Mal fragen. Nichts für mich. Wird schon seinen Wert haben für irgendjemanden. So, gehen wir mal durch. Unsere tolle Ersatztastatur braucht kein Mensch, wird das Ziel auch nicht erreichen. Deckbox wird das Ziel auch nicht erreichen, hat auch keinen Mehrwert, weil ich brauche nicht einen Haufen Geld ausgeben für eine Box, die 100 Karten halten kann und ein paar Würfel. Weil, vor allem, wenn ich das für Yu-Gi-Oh! Und so weiter, dann brauche ich ja keine Würfel drin und so. Naja, gut. Selbst wenn, ist das jetzt auch nicht so sinnvoll. Cybershoes ist offensichtlich schon durch. Aber ganz ehrlich, vor- und zurückrollen, nichts für mich. Ich weiß nicht, wer beim Bewegung nach links, rechts, in hektischen Bewegungen auch noch den Fuß nach vorne und nach links und rechts und Hund. Irgendwann fällt man vom Stuhl. Ja, und bei Skyrim, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Gegner kommen nicht immer in einer Reihe, die von vorne, da kommt einer von links, einer von rechts, ich muss mich die ganze Zeit hin und her bewegen. Da muss ich ja meinen Stuhl schon eigentlich tunen, damit das funktioniert. Das ist lächerlich, nee, diesen Kopf hin und her Wackelgerät. Nee, sorry. Um A, W, A, S, D zu ersetzen, wo ich nicht meinen Kopf bewegen. Hier weiß ich nicht mal, worum es geht. Für Public Events oder so, wollen die Party feiern mit VR? Ich hab's immer noch nicht ganz. Ich lese mir das auch nicht 30 Mal durch, um es dann einmal zu verstehen. Die Karten, die Würfel ersetzen sollen. Ja, wer es braucht. Ich glaube, das ist noch das sinnvollste Produkt hier und wird seine Unterstützer haben, ne? Die sich sowas eben wünschen, weil man das ja nie friedlich mal kurz abzählen kann, die drei Felder. Selbst der Streit bei Tabletop, dachte ich, wäre eigentlich was Brauchbares. Was soll's, das war für diese Folge. Ja, kann's kaum erwarten, mit welcher Kategorie wir morgen weitermachen. Oder in der nächsten Folge, wie auch immer. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und auch gerne über Twitter oder was auch immer, was ihr so für Projekte unterstützt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Xenart.